Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Bei mir ist jetzt ungefähr 2 Tage, also heute ist der 27. Dezember. Ja, auf jeden Fall habe ich euch eine Geschichte und die wollte ich unbedingt erzählen, bevor ich es vergesse, weil es hat mich so genervt. Ja, also ich fange jetzt einfach an. Also vor ungefähr, bei mir sind es jetzt eine Woche her, also am 20. Da habe ich urplötzlich an meinem Fuß, nee, ja doch, am 20. abends, nachts am 20. war es, Tatsache, war so, dass ich, natürlich, die hat mich der Leo erwischt, der hat mich zwar kratzt. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich nachts im Bett lag und ich habe meine Decke, ziehe ich immer so mit den Füßen hoch, also ich schiebe die mit den Fußsohlen hoch. Und urplötzlich habe ich bei der Seite von dem Fuß ungefähr, warte, vielleicht muss ich mal kurz gucken, wo es, damit es übereinstimmt, hier am Ballen, habe ich ein Stechen gespürt. Ich habe gedacht, ouch. Dann habe ich so zu Mama gesagt, du Mama, ich glaube, ich habe mir einen Spreißel eingefangen. Und dann hat Mama so zu mir gesagt, ja, kann sein. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, gut. Habe es dann dabei belassen. Ich habe mir nicht weiter dabei gedacht und habe gedacht, okay, ja. Mama ist dann noch mit dem Finger drüber und hat geguckt und hat so getestet, ist da irgendwas, spürt man was, aber da war nichts. Und haben beide eben nichts sonst dabei gedacht und dann habe ich weiter geschlafen. Ich bin dann auch der ganze nächste Tag, also am 21. drauf rumgelaufen, keine Probleme, nichts. Dann bin ich nachts wieder im Bett gelegen und habe ich wieder diesen hier gemacht und habe ich wieder dieses Ach gespürt und habe gedacht, habe ich zu Mama gesagt, du Mama, das tut immer noch weh. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, das ist ja auch gerade passiert und nichts so Schlimmes. Ich so gedacht, okay, ja, habe dann eben weiter mich damit beschäftigt, habe weiter irgendwie versucht, das so für mich zu integrieren ins Leben, weil ich dachte, okay, bin auch am nächsten Tag ohne Probleme drauf rumgelaufen, alles super, alles gut, alles, ja. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann bin ich wieder ins Bett gegangen und dann habe ich schon wieder so gemacht und es hat wieder wehgetan. Und dann habe ich mir so gedacht, so ganz normal kann es nicht sein. Wenn es jetzt morgen immer noch da ist, dann guckst du danach. Und dann habe ich auf jeden Fall, bin ich wieder der ganze Tag drauf rumgelaufen. Also wirklich, ich bin richtig drauf gelaufen. So, also ich wundere mich echt bis jetzt, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Und ja, und dann habe ich dann am nächsten Tag bin ich wieder ins Bett. Dann habe ich aber nicht diese Bewegung hier gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich mir ja einen Nerv gezerrt oder irgendwas, sondern habe einfach nur den Fuß nach oben gezogen und da hat es wieder wehgetan und zwar richtig fies dann und habe mir gedacht, okay, jetzt kommst du nicht mehr drum rum, Elenchen. Es ist fucking 5 Uhr nachts und du bist eigentlich so müde und wirst lieber schlafen gehen. Aber dein blöder Fuß, da stimmt was nicht. Und es kann auch nicht mehr sein, dass das einfach nur so Zufall ist. Und dann habe ich auf jeden Fall zu meiner Mutter erneut gesagt, Mama, irgendwie tut mir das weh. Und ich glaube, der Spreißel, da stimmt was nicht. Und meine Mutter im Halbschlaf, weil ich habe sie so halbschlafmäßig aus dem Schlaf gerissen, hat dann so gemeint, oh. Entschuldigung, ob ich das mache. Es gibt der Geschichte den Charme. Und ja, da habe ich so gesagt, du sollst da mal gucken. Und dann hat sie so, mach mal. Und ich so, du, also gut, dann gehe ich jetzt auf und guck mal. Und dann sie so, nimm aber auch die Lupe nimm doch die Pinzette mit der Lupe. Und ich so, und wo ist die? Und dann sie so, ja, bei den Fingern, bei den Fellen. Und ich so, bei welchen Fellen? Weil wir haben echt unglaublich viele Fellen rumliegen. Wir haben so Fellenecken. Wenn zwei Frauen in einem Haushalt leben, bei denen so oft Fingernägel abkrachen wie bei uns, dann ist es wirklich so, dass man ständig Fellen braucht. Und deswegen haben wir so gefühlt 10.001 Fellenecke. Und dann haben wir auf jeden Fall, habe ich dann zu Mama gesagt, ja, bei welchen? Und sie so, ja, in der Küche. Dann bin ich los, bin in die Küche und habe dann auch das geholt. Also weil Laufen ging ja und alles super. Und ich habe hier Hasenkrümel zwischen den Füßen. Entschuldigt, das zwiebelt gerade fies. Ja, und dann habe ich, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal kurz, entschuldigt, ich muss kurz mit meinem Hasen schimpfen, weil da an den Türen. Mag Mama nicht so. Also, vielleicht ist das ein Geheimnis. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann da saß. Ich musste aufs Klo sowieso dann irgendwann. Und dann habe ich mich entschieden, gut, dann machen wir es in einem Abwisch. Schlechtes Wortspiel, aber
passt halt. Wartet, jetzt kennt also man nimmt schon ein bisschen. Nein, Leo, nein, nein, nein. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so nein, nein zu hören kriegt. Ja. Ich bin gleich wieder. Ja, ich muss nur, mein Akku geht gerade aus und deswegen muss ich das Video unterbrechen und gleich nochmal einen zweiten Anlauf machen. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigt, mir ist wortwörtlich gerade, habe ich gerade gesehen, da kam gerade eine Anzeige, nur noch 1% Akku. Und da dachte ich, ich unterbreche das Video lieber bewusst, als dass es mitten im Satz ist. Ja, auf jeden Fall bin ich dann auf ins Klo gegangen und habe dann mit dieser Pinzette, mit der Lupe dran, habe ich dann geguckt. Und das habe ich dann in etwa so gemacht. Ich habe dann so gezogen immer dran, weil da war so ein langer, für mich als Spreißle identifizierter Strich, und den habe ich dann daran rumgezogen und habe gezogen und gezogen. Und jedes Mal, wenn ich dran gekommen bin an den Strich, und ich bin immer, also wenn das jetzt dieses Strichlein wäre und hier dann drunter die Haut, bin ich immer hier ran und habe hier so ein bisschen dran, und da hat es dann höllenmäßig weh getan. Und ich dachte mir dann immer nur so, ugh. Da habe ich mir so gedacht, okay, da kommst du nicht weiter, das hilft nichts. Und dann habe ich, und ich bin echt mega stolz auf mich, weil ich bin ja der totale Nadelphobiker. Also ich springe mega vom Schragen, wenn auch nur einer mit einer Spritze halbwegs um die Ecke kommt. Und auch, oder auch mit Nädelchen. Da bin ich dieser Typ Mensch. Da sieht man dann nur noch die Staubwolke von mir. Und ja. Und so kam es dann, dass ich mir da dann Nädelchen geholt habe, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein und ich komme nicht richtig ran. Und dann habe ich halt auf jeden Fall das Nädelchen genommen und gepult und habe ein bisschen die Haut weg, damit man besser rankommt. Und mit jedem Pulen ist aber dieser schwarze Strich mehr und mehr verschwunden. Und ich dachte dann, okay, na gut, wenn sie es auch so erledigt, soll es so sein. Das war's. Hol ein Flaschdrehhähnchen und geh wieder ins Bett. Schön. Ja, dann bin ich da gesessen und habe auf jeden Fall zu meiner Mutter gesagt, so, Mama, erledigt. Super Nachricht. Es scheint nicht schlimm gewesen zu sein. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay. Dann bin ich wieder ins Bad, weil ich bin hin und her gehüpft von Mom zu Bad, zu Bad, zu Mom. Und dann habe ich auf jeden Fall, so bin ich jetzt wieder da gesessen, und dann habe ich auf den Fuß geguckt und habe ich da was Glitzerndes gesehen. Ich habe so gedacht, habe ich auf jeden Fall an den glitzernden Mal versucht zu ziehen, aber da ist nichts passiert. Dann habe ich die Pinzette irgendwie neben meinem Kopf gehabt, und ich habe immer die Angewohnheit, mit Pinzetten den hier zu machen. Dann hat es geknirscht. Dann habe ich mir gedacht, Spreißel knirschen eigentlich nicht, soweit ich es mich erinnere. Dann habe ich da weitergeguckt, dann habe ich nochmal gezogen und dann hat es noch mehr geknirscht. Und ich dachte, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so spreißelmäßig. Ich glaube, ich habe ein Problem. Dann habe ich nochmal dran, dann habe ich noch mal ein bisschen Haut gepult mit der Nadel, und das tat weh wie Sau. Also das war echt unangenehm. Dann habe ich nochmal geguckt und dann habe ich so gepackt an das, was geglitzert hat. Vielleicht hätte ich nicht versuchen sollen, dort, wo ich den Spreißel vermutet habe, zu ziehen, sondern gleich an das, was geglitzert hat. Ich merke es gerade selber. Aber man merkt im Nachhinein selber immer viel mehr. Es ist einfach immer so. So, im Nachhinein ergibt mehr, geben mehrere Sachen viel mehr Sinn. Ja, auf jeden Fall habe ich dann da dran gezogen, und dann hatte ich plötzlich eine kleine Glasscherbe. Also wirklich mini klein. Also wenn man jetzt eine Spaghetti nimmt, wirklich so von der Spaghetti, die Breite ungefähr war der in der Länge. Also es war wirklich ein mini, mini, mini kleines Teil. Aber ich habe das tagelang gespürt, und es hat mir den Schlaf geraubt, und es hat wehgetan. Aber immer bloß, wenn ich im Bett lag. Weil eben so lag, dass man nur dann dran gekommen ist. Und dann bin dann zu meiner Mutter und habe ihr das nochmal gezeigt. Und sie so, schick. Da habe ich so gesagt, und jetzt? Ja, und dann hat sie gemeint, ja, mach's zu und desinfizier. Also sie war wirklich schon kurz vorm Wegschlafen, und zu ihrer Verteidigung, es war 5 Uhr morgens, da schläft jeder weg, wenn man solche Geschichten erzählt. Dann habe ich auf jeden Fall Pflaster drauf, habe es desinfiziert, sehr gut sogar, weil ich gedacht habe, eine Glasscherbe, wer weiß, wo ich die her habe. Habe da noch so ein bisschen Creme drauf, habe ein Pflaster und bin dann ins Bett, habe aber die Glasscherbe auf unserem Waschbecken liegen lassen. Dann nach so 3, 4 Stunden dachte ich so, die sollte ich besser aufräumen. Und dann habe ich die Glasscherbe
mit einem kleinen Stück Tesa, habe ich sie auf ein schönes Papier drauf getan, habe das Papier meiner Mutter hingelegt, dass sie es am nächsten Tag entdeckt und habe mir so gedacht, ja, die Glasscherbe behalte ich, weil es war die erste Glasscherbe oder auch die erste Spreiselgeschichte oder wie auch immer, wo ich freiwillig Nädelchen genommen habe und nicht nach Mutters Empfehlung, sondern ich auf die Idee gekommen bin, da kann ich mit dem Nädelchen und das versuchen. Und ich sehe das als einen riesengroßen Schritt für mich im Kampf gegen meine Angst gegen Nadeln. Hat das ganze Nähen im Sommer doch was gebracht? Da habe ich mich auch ständig gestochen. Und wenn man sich dann einmal gestochen hat, dann ist das Stechen doch schon weniger schlimm, ne? Ich glaube, ich sage das jetzt gerade zu lapidar, ne, Mama? Ja, das ist mein Leben. Ich frage meine Mutter, was wichtig ist, und sie sagt, ich habe nicht zugehört. Geschichten, die sich wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Das Ding, was an dem Spray, an der Glasscherbe für mich so mysteriös war, war, wir haben seit Monaten ist bei uns nichts mehr runtergeflogen. Also wir haben keine Scherben gehabt. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wo habe ich mir diese Scherbe eingefangen? Dann habe ich auf jeden Fall meine Babette angerufen und die hat mir erzählt, sie hat auch gerade sich eine Scherbe gezogen, weil am 20. ist ihr eine Flasche runtergeflogen. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, ja, am 20. bin ich in was bei Babette reingetreten, habe aber nicht nachgeguckt, weil es nicht wehgetan hat und habe mir dann einfach Latschen geholt, weil ich gedacht habe, ja gut, dann ist wahrscheinlich der Boden ein bisschen dreckig. Und tja, wahrscheinlich habe ich da jetzt den, habe ich damit den Splitter gefangen. Auf jeden Fall hat mir Babette dann eine Zugsalbe empfohlen, die soll wohl wirklich so mega gut sein, die soll alles rausziehen und ja, die muss ich dann jetzt irgendwann die nächste Zeit mal abholen. Also wenn ihr das Video seht, habe ich die Zugsalbe wahrscheinlich schon erhalten. Wenn ich das Video jetzt drehe, warte ich sehnsüchtig darauf, die Zugsalbe zu erhalten. Der ewige Lauf der Dinge. Ja, und sonst gibt es eigentlich da nichts Großes mehr zu sagen. Also inzwischen ist die Wunde auf die Größe eines, also wirklich so Nadel. Wenn man die Nadel anschaut, das Spitze oben, so groß ist ungefähr. Das sieht aus, als hätte mich da etwas gestochen, aber es ist alles gut gegangen. Und ich dachte, ich weiß nicht, irgendwie ist das keine spannende Geschichte, aber es ist eine Geschichte aus meinem Leben und ich dachte, ich möchte die mit euch teilen. Ja. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal hattet, so dieses übermäßige Fühlen von irgendwas, wo ihr danach gedacht habt, das kann ja nicht sein. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tüdelü und tschüss.